Ja, herzlich willkommen zur dritten Veranstaltung über das wichtige Thema Enzyme. Ich erlaube mir, Teil 1 jetzt das zweite Mal zu wiederholen, ganz kurz, und Teil 2 das erste Mal ein wenig zu wiederholen, bevor ich auf die neuen Dinge eingehe, ganz am Anfang. Treffender kann man es nicht ausdrücken, ohne Enzyme läuft nichts. Enzyme regulieren, was in der Zelle passiert. Enzyme können Reaktionen extrem stark beschleunigen. Und damit ermöglichen sie die Reaktionen erst, weil die Reaktionen ohne Enzyme so langsam sind, dass man das vernachlässigen kann. Wir haben in der ersten Veranstaltung darüber gesprochen, was Enzyme nicht können. Wenn es die Enzyme nicht sind, dann muss es was anderes sein, was die Richtung einer Reaktion bestimmt. Enzyme können die Reaktionsrichtung nicht beeinflussen. Wir schauen uns das kurz nochmal an, was die Reaktionsrichtung einer enzymatisch katalysierten Reaktion beeinflusst. Wir haben uns da so eine Beispielreaktion angeschaut und wir haben ein Experiment gemacht. Wir haben da ein bisschen das Massenwirkungsgesetz angewendet. Wir haben über Energie gesprochen. Und wir haben hier die erste wichtige Größe festgehalten, das Delta G-0. Das ist eine Energieform, die in den Substraten und Produkten steckt. Genauer ist das der Unterschied. Dieses Delta steht ja immer für eine Differenz. Der Unterschied dieser Energieformen. Also wenn in den Produkten mehr Energie als in den Substraten steckt, läuft eine Reaktion unter Standardbedingungen rückwärts. Und wenn in den Substraten mehr Energie steckt als in den Produkten, läuft eine Reaktion unter Standardbedingungen vorwärts. Das ist also eine wichtige Geschichte, das Delta G. Strich 0. Eine von zwei Parametern, die die Reaktionsrichtung beeinflusst. Wie gesagt, die Enzyme können das nicht. Die können nur beschleunigen. Wir haben uns dann ein paar Delta G-0 angeschaut. Wir können unterschiedliche Werte einnehmen. Wir haben uns angeschaut, dass in guten Lehrbüchern dieses Delta G-0, also die Energiedifferenz, die sich aus den Energieinhalten der Substrate und Produkte ergeben. Hier ist eine Reaktion, die so unter physiologischen Bedingungen tatsächlich eher vorwärts läuft. Das ist schon ein relativ hoher negativer Wert. Und dann haben wir uns mit dem zweiten Parameter beschäftigt. Das sind nämlich die tatsächlich vorliegenden Konzentrationen an Produkt und Substrat. Das muss nicht immer Standard sein. Also was wir für die Bestimmung der Energieform gemacht haben, das ist ein Experiment unter Standardbedingungen von allem gleich viel. Und die tatsächlich vorliegenden Konzentrationen bestimmen ebenfalls die Reaktionsrichtung. Wenn ich hier viel habe und da wenig, geht die Reaktion in diese Richtung. Wenn ich hier viel und da wenig habe, geht sie umgekehrt. Eher rückwärts. Und das haben wir hier, diese beiden Parameter in dieser Formel ausgedrückt, also die tatsächliche Richtung einer Reaktion hängt von der Energiedifferenz unter Standardbedingungen und den aktuell vorliegenden Konzentrationen ab. Und das war deswegen wichtig, weil wir Reaktionen und damit auch die Enzyme, die diese Reaktionen katalysieren, in zwei Gruppen einteilen kann. Das ist einmal die, wo das Delta G-0 sehr, sehr, sehr stark negativ ist. Diese Reaktionen laufen unter physiologischen Bedingungen unabhängig von den Konzentrationen, die können wir vernachlässigen, immer vorwärts.
solche Enzyme, die solche Reaktionen katalysieren, nennt man Schrittmacherenzyme. Und die können reguliert werden. Über die Regulation rede ich heute. Und demgegenüber gibt es Enzyme, bei denen das Delta-G-0 mehr oder weniger 0 ist, wo also die Energie in den Substraten und Produkten ungefähr gleich ist. Diese Reaktionen werden durch die Konzentrationen von Substraten und Produkten gesteuert. Also ob sie vorwärts oder rückwärts laufen. Haben wir viel Substrat, laufen die vorwärts. Haben wir viel Produkt, laufen die rückwärts. Haben wir von beiden gleich viel, laufen die gar nicht ab. Also es gibt die, die unter physiologischen Bedingungen immer vorwärts laufen und die, die, je nachdem wie die Substrat- und Produktkonzentrationen sind, mal vorwärts, mal rückwärts oder mal gar nicht ablaufen können. So, die nennen sich Gleichgewichtsenzyme. Dann haben wir uns Stoffwechselwege angeschaut und haben betrachtet, wie wir es hinbekommen können, mit Hilfe von Enzymen die Richtung von Stoffwechselwegen zu beeinflussen. Das haben wir uns an diesem Beispiel angeschaut. In der Regel sind Stoffwechselwege so, dass am Anfang und am Ende ein Schrittmacherenzym ist, das hier schiebt und das hier zieht. In der Mitte sind Gleichgewichtsenzyme und damit geht der Stoffwechselweg in diese Richtung, vorwärts. Wir können den Stoffwechselweg umkehren, indem wir die Schrittmacherenzyme, das sind die rot dargestellten, erstmal ausschalten. Zack, dann passiert erstmal nichts mehr. Und dafür zwei andere Enzyme, die zwei andere Reaktionen katalysieren, einschalten. Jetzt haben wir auf einmal hier ein Enzym, was schiebt, und hier ein Enzym, was zieht. Aber das ist eine andere Reaktion. Hier ist ein ATP und ein ADP im Spiel. Und bei dem anderen Enzym, was wir ausgeschaltet haben, war das nicht der Fall. Also jetzt haben wir den Stoffwechselweg umgekehrt. Der läuft jetzt rückwärts, weil wir an den Ecken, wo Schlüsselenzyme sitzen, andere Enzyme eingesetzt haben und die von eben ausgeschaltet haben. Und so kann man immer hin und her schalten. Die Richtung des Stoffwechselwegs ohne die Richtung einer speziellen enzymkatalysierten Reaktion zu verändern. Weil das können ja die Enzyme nicht. Das ist ja eine ganz wichtige Eigenschaft von Enzymen. Sie können die Richtung von Reaktionen nicht beeinflussen. Und da haben wir uns Beispiele angeschaut. Glykolyse und Gluconeogenese. Da sitzen eben hier diese Schlüsselenzyme. Und wenn ich die ausschalte und die einschalte, dann läuft Gluconeogenese. Und wenn ich die ausschalte und die einschalte, dann läuft Glykolyse. Und wir haben uns ebenfalls angeschaut, wie man entscheiden kann, in welche Richtung es weitergehen soll. Also wie man über Schrittmacherenzyme, Schlüsselenzyme, die Richtung bestimmen kann. Also hier eine Weiche stellen kann. Also man kann in den einen Stoffwechselweg gehen und in den anderen Stoffwechselweg gehen, indem man die ersten Schlüsselenzyme, Schrittmacherenzyme ein- bzw. ausschaltet. Dann haben wir uns auch ein Beispiel angeschaut. Das ist nochmal die Glykolyse und der Pentosephosphatweg als eine Alternative, um Zucker zu oxidieren. Und wenn ich dieses Schlüsselenzym einschalte und dieses ausschalte, geht es hier rein. Wenn ich dieses Schlüsselenzym ausschalte und dieses einschalte, geht es hier rein. So, das war Teil 1. Im Teil 2 haben wir uns damit beschäftigt, wie Enzyme ihre Reaktion beschleunigen können und an welchen Parametern man die Qualität eines Enzyms bestimmen kann. Das ist nämlich genau das, was im Stoffwechsel und auch durch Medikamente beeinflusst wird. Also wir können Enzyme durch Medikamente in der Regel ausbremsen. Und im Stoffwechsel wird das auch gemacht, indem eben Stoffwechselwege ein- und ausgeschaltet werden, je nachdem, in welcher Stoffwechsellage man sich befindet. Wie können Enzyme
ihre Reaktion beschleunigen, die sie katalysieren. Wir haben uns erstmal die Reaktionstypen angeschaut, dass diese Reaktionen spezifisch sind. Und da ist die erste Abbildung, die schon mal zeigt, was eigentlich bei der unkatalysierten im Vergleich zur katalysierten Reaktion passiert. Wir müssen bei einer Reaktion durch so eine Art Übergangszustand durchgehen. Und dieser Übergangszustand ist energetisch ungünstig. Und die Enzyme sind nun in der Lage, diesen Übergangszustand, diesen Energiehuckel über den Übergangszustand herabzusetzen, indem sie den Übergangszustand erleichtern, den Übergangszustand stabilisieren. Dieses Ding nennt sich Aktivierungsenergie und die Enzyme setzen die Aktivierungsenergie herab und dadurch geht die Reaktion viel, viel, viel schneller als im unkatalysierten Zustand. Halten wir nochmal fest, dass die meisten biochemischen Reaktionen im unkatalysierten Zustand oder unkatalysiert ohne Enzym so langsam laufen, dass wir sie wirklich vernachlässigen können. Dadurch können die Enzyme überhaupt erst steuern, in welche Richtung es sie gehen soll. Wir haben uns dieses Beispiel angeschaut. Wir haben uns ein paar Übergangszustände angeschaut. Also hier kann man das nochmal erwähnen. Ein Phosphat hat normalerweise 4 Sauerstoffatome. Dieses Phosphat hat 5 Sauerstoffatome. Ein typischer Übergangszustand und ein typisches Enzym, was diesen Übergangszustand stabilisiert. Hier sieht man das Innere des Enzyms, was man auch als aktives Zentrum bezeichnet, wie hier diese Seitenreste, dieses Phosphat in diesem Übergangszustand hat hier 1, 2, 3, 4, 5 Sauerstoffe gebunden. Das ist der Übergangszustand, extrem instabil und die Enzyme stabilisieren das und deswegen geht es leichter durch den Energiehuckel durch. Was macht ein gutes und ein schlechtes Enzym aus? Ein gutes Enzym macht eine starke Beschleunigung und bindet das Substrat gut und fest. Und um das zu charakterisieren, haben wir uns die Reaktionsgeschwindigkeiten von enzymkatalysierten Reaktionen betrachtet. Die Geschwindigkeit ist definiert als die Änderung einer physikalischen Größe pro Zeiteinheit. Also in dem Fall die Substratänderung pro Zeiteinheit, also die Konzentrationsänderung. Und da sieht man hier in dem Zeitkonzentrationsdiagramm, dass hier die Substratkonzentration weniger wird und die Produktkonzentration mehr. Und die Steilheit dieser Kurve ist ein Maß für die Geschwindigkeit der Reaktion. Das wird durch die Enzyme beeinflusst. Diese Kurven oder Geraden können die Enzyme steiler machen. Ich habe da so ein paar Beispiele genannt, wie man sowas messen kann. Ist jetzt hier in dieser Wiederholung nicht so wichtig. Das ist die nächste wichtige Abbildung, wo wir uns angeschaut haben, wie die Geschwindigkeit einer Reaktion, also die Steilheit in diesem Zeitkonzentrationsdiagramm, abhängt von der Substratkonzentration. Hier unten sind Substratkonzentrationen aufgetragen und hier sind Reaktionsgeschwindigkeiten aufgetragen. Und da ist es tatsächlich so, dass natürlich am Anfang mit steigender Substratkonzentration auch die Geschwindigkeit der enzymkatalysierten Reaktion steigt und dann geht es in so einen Sättigkeitsbereich rein, asymptotisch. Und es wird so ein Wert erreicht, der dann irgendwann nicht überschritten werden kann. Und dieser Wert heißt Vmax. So eine Art Kurve wird durch diese Gleichung beschrieben und da stecken zwei Parameter drin. Vmax, das ist das hier oben. Die maximal erreichbare Geschwindigkeit einer enzymkatalysierten Reaktion und Km. Das ist die Substratkonzentration, bei der die enzymkatalysierte Reaktion
die halb maximal mögliche Geschwindigkeit erreicht. Also bei sehr hohen Substratkonzentrationen ändert sich die Geschwindigkeit kaum noch. Wir kommen immer näher an Vmax. Und da, wo die halb maximale Geschwindigkeit ist, diese Konzentration, die nennen wir Km. Also Vmax und Km sind das, was enzymkatalysierte Reaktionen beschreibt. Ein gutes Enzym hat einen hohen Vmax und einen kleinen Km. Ein kleiner Km bedeutet nämlich, dass das Enzym das Substrat gut bindet. Also ein kleiner Km heißt, dass bei einer geringen Substratkonzentration schon die halb maximal erreichbare Geschwindigkeit erreicht ist. Das ist ein gutes Enzym. Ein Enzym mit einem kleinen Km bindet das Substrat gut. Also das sind diese Parameter, die die Qualität einer enzymkatalysierten Reaktion, damit auch das Enzym, beschreiben. Wir haben uns Beispiele dazu angeschaut. Das Enzym ist besser, weil es ein besseres Vmax hat als das hier. Das Enzym ist besser, weil es einen kleineren Km hat als das hier. Die haben beide das gleiche Vmax, aber einen kleineren Km. Und wir haben uns das auch kurz anschaulich dargestellt. Wenn die Substratkonzentration in der Nähe des KMs ist, dann habe ich die halb maximal erreichbare Geschwindigkeit. Dann ist die Hälfte der Enzyme beschäftigt und die Hälfte der Enzyme sind arbeitslos. Und wenn ich sehr, sehr viel größer mit der Substratkonzentration als der KM bin, damit kann ich die Enzyme in Vollbeschäftigung bringen und mehr als Vollbeschäftigung geht nicht. Dann habe ich fast die maximal erreichbare Geschwindigkeit. Fast, so einen asymptotischen Wert erreicht man nie, wie im richtigen Leben. Ein paar Arbeitslose habe ich immer, ne? Aber so 95% Vollbeschäftigung, wenn die Substratkonzentration sehr, sehr viel größer als der Km ist. Also, das sind die beiden Beispiele. Wir haben kurz über K-Cut gesprochen, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Und über die katalytische Effektivität. So viel zur Wiederholung der ersten beiden Teile. Jetzt wird's neu. Jetzt rede ich darüber, wie Km und K-Cut oder Vmax verändert werden können. Also, wie Enzyme in der Zelle oder übergeordnet durch Hormone reguliert werden können. Also wir reden heute über Enzymregulation. Also man kann Enzyme ausbremsen, man kann Enzyme ausschalten, man kann Enzyme wieder einschalten. Und bei diesen Regulationsphänomenen müssen wir zwei Prinzipien unterscheiden. Einmal das, was jede Zelle für sich selbst macht, also jede Körperzelle hat intern für sich selbst Regulationsmechanismen. Also Enzyme werden da ein- und ausgeschaltet, je nach Stoffwechsellage. Und die Stoffwechsellage bei der intrazellulären Regulation ist in der Regel der Energiegehalt der Zelle. Also hat sie genügend ATP. Wenn die Zelle genügend ATP hat, dann schaltet sie die Stoffwechselwege, die der Erzeugung von ATP dienen, aus und kann sich mit der Energie, mit dem ATP, andere Dinge leisten. Zum Beispiel die Zellteilung vorbereiten. Wenn die Zelle das denn darf, dazu braucht es eine Sondergenehmigung. Wenn es der Zelle energetisch schlecht geht, also wenn sie einen hohen ADP- und AMP-Spiegel und einen niedrigen ATP-Spiegel hat, dann muss sie, damit sie mit Energie versorgt wird, die Stoffwechselwege, die der Erzeugung von ATP dienen, einschalten. Also das ist die intrazelluläre Regulation, die jede Zelle abhängig von dem, was draußen passiert, für sich selbst macht. Demgegenüber muss man dann noch eine
übergeordnete Regulation setzen. Übergeordnete Regulation erfolgt in der Regel durch Hormone, kann auch durch Nerven passieren. Also Hormone und Nerven sind die beiden Mechanismen, mit denen ein mehrzelliger Organismus Informationen von einem Organ zum anderen liefert. Das geht also entweder über Nerven, das interessiert uns nicht so, weil wir hier in der Biochemie sind, oder über Hormone. Das interessiert uns schon. Bei den Hormonen muss man unterscheiden zwischen den gutwasserlöslichen Hormonen. Die gutwasserlöslichen Hormone, die können im Blut schwimmen, können aber nicht durch die Zielmembran, die Zellmembran der Zielzelle, weil die ist fettig. Deswegen gibt es bei den gutwasserlöslichen Hormonen einen Rezeptor, einen membranständigen Rezeptor. Da bindet das Hormon. Dieser Rezeptor macht dann eine Konformationsänderung. Die Konformationsänderung führt dazu, dass in der Zelle Enzyme entweder aktiviert, eingeschaltet oder ausgeschaltet werden, die einen sogenannten zweiten Botenstoff oder Second Messenger produzieren. Es ist sehr häufig das zyklische AMP, aber es gibt auch noch andere Second Messenger. Und dieses zyklische AMP kann dann in der Zelle unterschiedliche Effekte auf unterschiedliche Proteine, Kanäle, Enzyme haben, in der Zelle bestimmte Vorgänge steuern. Stoffwechselwege ein- und ausschalten, je nachdem, was es für ein Hormon ist und in welcher Zelle, sprich in welchem Organ wir uns gerade befinden. Also so funktionieren alle wasserlöslichen Hormone. Die wasserlöslichen Hormone können, und jetzt sind wir ja bei Enzymen, über Second Messenger im Zellinneren Enzyme ein- und ausschalten. Hier steht veränderte Aktivität eines bereits vorhandenen Enzyms. Demgegenüber sind die schlecht wasserlöslichen Hormone, alle Steroidhormone, die können im Blut nicht schwimmen, die müssen im Blut überall in wässrigen Lösungen an Transportproteinen transportiert werden, sind dann aber in der Zielzelle an der Zielzelle in der Lage, die Zellmembran zu durchqueren, die Kernmembran ebenfalls zu durchqueren und im Zellkern an, damals hat man gesagt, an einen intrazellulären Rezeptor. Heute spricht man eher von Transkriptionsfaktoren, also an einen Transkriptionsfaktor zu binden, der dann die Produktion eines bestimmten Enzyms entweder ein- oder ausschaltet. Also die wasserlöslichen Hormone, die schalten ein bereits vorhandenes Enzym ein und aus. Und die schlecht wasserlöslichen Hormone sind in der Lage, ein Enzym zu produzieren, beziehungsweise die Produktion eines Enzyms auszubremsen. Das sind schon mal die zwei prinzipiellen Mechanismen, wie Enzymaktivitäten in der Zelle reguliert werden. Die intrazelluläre Regulation, wo jede Zelle für sich selbst sorgt, die übergeordnete Regulation, wo zwischen wasserlöslichen und wasserunlöslichen Hormonen unterscheiden. Um das jetzt zu quantifizieren, kann man die Michaelis-Menten-Gleichung, diese Hyperbel, durch einen kleinen mathematischen Trick linearisieren. Das hat man früher gemacht, weil man das oft grafisch bestimmt hat. Heute macht man das mit Computern, da ist das nicht mehr ganz so entscheidend. Wenn ich die Michaelis-Menten-Beziehung, kann ich nochmal daran erinnern, die sagt uns, wie die Substratkonzentration und die Aktivität oder die Geschwindigkeit einer enzymkatalysierten Reaktion zusammenhängen, ist so eine Hyperbel. Diese Hyperbel kann man linearisieren, indem man nicht die Geschwindigkeit gegen die Substratkonzentration, sondern den Kehrwert der Geschwindigkeit gegen den Kehrwert der Substratkonzentration aufträgt.
dann bekommt man eine Gerade, also nicht mehr diese Hyperbel. Und diese Gerade hat zwei Schnittpunkte. Einmal hier, das ist der Kehrwert des KMs. Und einmal hier, das ist der Kehrwert des Vmax. In den nächsten Abbildungen sehen wir immer sowohl die Michaelis-Menten-Hyperbel als auch den sogenannten Leine-Wilver-Burg-Plot. Die wahrscheinlich wichtigste Möglichkeit, Enzyme zu hemmen, ist die kompetitive Hemmung. So wirken sehr viele Medikamente und die kompetitive Hemmung ist auch häufig ein Mechanismus, bei dem intrazellulär reguliert wird. Also wenn es darum geht, den ATP-Spiegel aufrechtzuerhalten. Was ist das? Ein Inhibitor, also ein Hemmstoff, konkurriert bei einem Enzym um das aktive Zentrum. Das aktive Zentrum ist die Ecke, wo normalerweise das Substrat binden möchte. Also hier bindet normalerweise das Substrat und wenn ein Inhibitor dieses aktive Zentrum blockiert, kann das Substrat nicht mehr so gut binden und die enzymkatalysierte Reaktion läuft langsamer oder gar nicht mehr ab. Je nachdem, wie stark oder wie hoch die Substratkonzentration und die Inhibitorkonzentration ist. Also wenn man sich das hier betrachtet, ein Enzym und ein Substrat reagieren zum Enzym-Substrat-Komplex und dann weiter zu einem freien Enzym und dem Produkt, dann steckt ja hier in diesem Gleichgewicht die Fähigkeit des Enzyms, das Substrat zu binden drin. Ne? Also das freie Enzym und das Substrat werden zum Enzym-Substrat-Komplex. Das ist nichts anderes als die Affinität des Enzyms zum Substrat. Und das wird durch den KM ausgedrückt. Und wenn ich jetzt mit einem Inhibitor dieses freie Enzym aus diesem Gleichgewicht rausziehe, dann ändere ich damit dieses Gleichgewicht und damit den KM dieses Enzyms. Das nennt sich kompetitive Hemmung. Kompetitiv, es kommt von Competition aus dem Englischen, also das hat was mit Konkurrenz zu tun. Das Substrat und der Inhibitor konkurrieren um das aktive Zentrum. Bei der kompetitiven Hemmung haben wir das gleiche Vmax, das ist ein gehemmtes Enzym. Das ist das normale Enzym. Also ich kann durch die Erhöhung der Substratkonzentration den hemmenden Effekt wieder wettmachen, aber das gehemmte Enzym hat einen erheblich schlechteren KM, weil der Inhibitor an diesem Gleichgewicht und dieses Gleichgewicht entspricht dem KM in diese Richtung zieht. Also dieses Gleichgewicht in diese Richtung und das heißt, der KM wird schlechter. Also bei der kompetitiven Hemmung bleibt Vmax gleich. Das kann ich durch eine hohe Substratkonzentration kompensieren. Aber der KM wird größer und damit schlechter. Nächster Hemmtyp, der heißt unkompetitive Hemmung. Also alles, was jetzt so kommt, ist schon ein bisschen seltener. Hier kann der Inhibitor erst binden, wenn sich bereits ein Enzym-Substrat-Komplex gebildet hat. Und zieht an dieser Stelle an diesem Gleichgewicht. Wir erinnern uns, das ist der KM. Und wenn an dieser Stelle in diese Richtung gezogen wird, dann verbessert sich der KM, der wird kleiner. Also wenn ich dieses Gleichgewicht nach da schiebe, verschlechtert sich der KM. Wenn ich es nach da schiebe, verbessert sich der KM. Aber von hier geht es ja nicht weiter. Also wenn der Inhibitor an diesem Komplex bildet, dann wird der Enzymkomplex in Richtung freien Enzym und Substrat so dermaßen ausgebremst, dass der KM zwar kleiner und damit besser wird, aber das Vmax wird so stark gedrückt, dass das Enzym
nicht mehr auf die maximale Geschwindigkeit kommen kann. Das wird sozusagen hier in diesem Zustand, wo das Substrat und der Inhibitor gebunden ist, gefangen genommen. Da geht es nicht weiter. Dann jetzt auch nur der Vollständigkeit halber, ist wieder dieses gleiche Bild. Es gibt noch jede Menge Mischtypen. Das ist die kompetitive Inhibition, die wir besprochen haben, der mit Abstand häufigste Typ, ne? Das ist die nicht unkompetitive Inhibition, was wir eben besprochen haben, schon etwas seltener. Und es gibt dann noch jede Menge Mischtypen, die für uns jetzt nicht so fürchterlich interessant sind. Diese Hemmungen sind alle irreversibel. Also diese Hemmstoffe, die sind alle reversibel. Entschuldigung, die binden an das Enzym, können aber auch genauso gut wieder abgehen. Das hängt eben von den Konzentrationen an Hemmstoff ab. Und die können sich ja in der Zelle ändern. Das waren also jetzt alles Hemmtypen, die irgendwie was mit dem aktiven Zentrum zu tun haben. Jetzt gibt es aber auch noch Mechanismen, wo ein Inhibitor an einer anderen Stelle als dem aktiven Zentrum an ein Enzym bindet. Und an einer anderen Stelle, das nennt sich allosterische Inhibition, beziehungsweise hier steht allosterische Effektoren, weil die allosterischen Mechanismen nicht nur gehemmt, sondern auch aktiviert werden kann. Hier haben wir mal zwei Beispiele dafür. Das sei also ein Enzym, was ein Substrat in zwei Produkte zerlegt. Also so eine Protease oder sowas beispielsweise. Ne? Also da wird was gespalten. Das ist das aktive Zentrum, wo die Chemie passiert. Und wenn jetzt ein Inhibitor dazukommt, könnte auch ein Aktivator sein, dann bindet der Inhibitor erstmal an einer anderen Stelle, deswegen allosterisch. Das Enzym macht danach eine Konformationsänderung, die dazu führt, dass das aktive Zentrum das Substrat jetzt nicht mehr erkennen kann. Das prallt ab und wird nicht in die zwei Produkte umgesetzt. Es gibt auch allosterische Aktivierungen. Also wir haben jetzt hier den Zustand ohne Effektor. Da prallt das Substrat ab. Es kann nicht umgesetzt werden. Erst wenn der Effektor, in dem Fall ist es ein Aktivator, auch wieder an einer anderen Stelle als dem aktiven Zentrum das Enzym bindet, macht das Enzym eine Konformationsänderung. Das aktive Zentrum kann jetzt das Substrat aufnehmen und in zwei Produkte spalten. Also bei allosterischen Effektoren unterscheidet man sowohl Hemmstoffe als auch Aktivatoren. Schauen wir uns sowas mal im Detail an. Hier haben wir als schwarze Linie, also wir haben jetzt hier wieder Michaelis-Menten-Grafiken, hier die Geschwindigkeit und da die Substratkonzentration. Und wenn das jetzt der Normalzustand eines Enzyms ist und das aktivierte Enzym und das ausgebremste Enzym, also es gibt viele Enzyme, die tatsächlich beides haben, Aktivatoren und Inhibitoren. Und wenn dieses Enzym im Endeffekt aber das gleiche Vmax erreichen kann, sondern sich durch den positiven und negativen Effektor nur die Km-Werte unterscheiden, also hier die halbmaximalen Geschwindigkeiten, das hat einen kleinen Km, das hat einen großen Km, der liegt irgendwo dazwischen, dann spricht man von der Allosterie des K-Typs. K soll andeuten, dass da der Km gedreht wird. Es ist kein echter Km, weil man diese Enzyme genau genommen gar nicht mit der Michaelis-Menten-Gleichung beschreiben kann. Deswegen steht da jetzt auch nicht Km-Typ, sondern K-Typ. Und denen gegenüber sind diese allosterischen Effektoren welche, die den Km lassen, aber am Vmax drehen.
Der Aktivator erhöht das Vmax des Enzyms und der Inhibitor erniedrigt das Vmax des Enzyms. Also über diese Arten und Weisen kann bei der Regulation vom allosterischen Typ die Affinität eines Enzyms zum Substrat bzw. die Umsatzgeschwindigkeit bzw. beides, da gibt es natürlich auch fließende Mitteldinger, beeinflusst werden. Beispiel. Wir haben jetzt Stoffwechselwege, die, das ist Katabolismus, dazu dienen, ATP zu erzeugen. Und wir haben hier anabole Stoffwechselwege. Da wird was zusammengebaut. Das sind Stoffwechselwege, die ATP benötigen. Und da ist es tatsächlich so, dass also die meisten Reaktionen, die ATP erzeugen, also wir machen ja Katabolismus, um Energie zu erzeugen. Also das Abbauen von Kohlenhydraten, Glykolyse, das Abbauen von Fetten, Beta-Oxidation, das Abbauen von Proteinen, Proteolyse zu Aminosäuren, dass das gemacht wird, um ATP zu erzeugen. Und die Schrittmacherenzyme der katabolen Stoffwechselwege werden tatsächlich durch ATP gebremst. Wenn genug ATP da ist, muss ich keins erzeugen. Und durch ADP und AMP aktiviert. Also wenn die Konzentration an ADP und AMP in der Zelle zu hoch ist, dann heißt das, die Zelle hat zu wenig Energie, dann muss sie die katabolen Stoffwechselwege, die ATP erzeugen, anwerfen. Über eine allosterische Aktivierung der Schrittmacherenzyme. Und demgegenüber sieht es im Anabolismus andersrum aus. Anabolismus braucht Energie. Also ich kann mir als Zelle nur Anabolismus leisten, wenn der ATP-Spiegel hoch genug ist. Das heißt, die anabolen Enzyme werden durch ATP aktiviert und durch ADP und AMP ausgebremst. Wenn nicht genügend Energie da ist, dann kann sich die Zelle Anabolismus nicht leisten. Und vielleicht noch mal ein konkreteres Beispiel, die Glykolyse. Also letztendlich das Verbrennen von Zucker über den Zitratzyklus und die Atmungskette. Also dieser Stoffwechselweg dient der Erzeugung von ATP. Zucker würde nie verbrannt, wenn die Zelle kein ATP braucht. Und da gibt es eben die Schlüsselenzyme. Das Wichtigste ist das zweite Schlüsselenzym. Das erste ist ein Schlüsselenzym oder Schrittmacherenzym, weil das Wichtigste ist das zweite Schrittmacherenzym, was die dritte Reaktion der Glykolyse katalysiert. Das wird durch ATP inhibiert. Wenn ich genug ATP habe, brauche ich keine Glykolyse. Dann mache ich mit Glucose was Besseres. Und durch ADP aktiviert. Wenn zu wenig ATP und zu viel ADP da ist, dann herrscht ATP-Mangel, dann macht die Zelle Glykolyse und das macht sie über die Aktivierung des dritten Enzyms, was das zweite Schlüsselenzym der Glykolyse ist, Phosphofructokinase heißt dieses Ding. Also das ist allosterische Regulation an einer anderen Ecke als dem aktiven Zentrum. Es gibt jetzt noch eine weitere Möglichkeit, Enzyme bzw. Proteine ein- und auszuschalten. Das ist Phosphorylierung. Also wenn ich ein Protein habe, dann kann ich an das Protein ein Phosphat kleben. Diese Enzyme, die diese Reaktion katalysieren, heißen Kinasen. Und dieses Phosphat kann ich auch wieder abmachen. Enzyme, die das Entfernen dieses rangeklebten Phosphats katalysieren, heißen Phosphatasen. Und der phosphorylierte Zustand eines Proteins kann sich von dem dephosphorylierten Zustand unterscheiden. Gucken wir uns mal genauer an, wo kommt das Phosphat her? Aus einem ATP. Also wir haben eine Kinase, die Kinase nimmt ein Protein und ein ATP
entfernt ein Phosphat von dem ATP, bleibt ein ADP übrig und klebt das an dieses Protein. Das ist jetzt das phosphorylierte Protein. Und es gibt ein anderes Enzym, eine Phosphatase, die nimmt ein Wassermolekül und spaltet mit dem Wassermolekül dieses Phosphat wieder ab. Und ich habe dann ein dephosphoryliertes Protein. Und wenn dieses Protein ein Enzym ist, dann kann man durch das Phosphorylieren und Dephosphorylieren das Enzym ein- und ausschalten. Hier ist das der Fall. Also in diesem Fall ist das phosphorylierte Enzym aktiv eingeschaltet und das dephosphorylierte Enzym ausgeschaltet. Und das geht immer hin und her. Also ich kann dieses Phosphat wieder dran kleben, wenn ich das Enzym brauche. Ich kann es aber auch wieder abmachen, wenn ich das Enzym nicht brauche. Und damit auch wieder an der Ecke von Schrittmacherenzymen Stoffwechselwege beeinflussen, die Richtung von Stoffwechselwegen beeinflussen. Wie kann man sich das jetzt ganz konkret vorstellen? Wenn ich dieses Enzym benötige, dann muss ich dieses einschalten und dieses ausschalten. Das sind auch wieder Schrittmacherenzyme. Wenn ich dieses einschalte und dieses ausschalte, dann kriege ich phosphoryliertes Enzym. Und umgekehrt, wenn ich es nicht mehr brauche, dann schalte ich das Enzym aus, schalte das ein, dann wird das Phosphat wieder abgemacht. Also ganz wichtig für die Zelle ist immer, dass entweder das oder das eingeschaltet ist. Beide dürfen nie eingeschaltet sein, sonst hätte ich einen Kreislauf, der nur ATP verbraucht. Das wäre dumm. Also die werden reziprok reguliert. Da werden wir noch Beispiele für sehen, wenn wir tiefer in den Stoffwechsel gehen, wie das funktioniert. Und auch hier gibt es ein allgemeines Prinzip. Wenn man sich also betrachtet, ob die Phosphorylierung eines Enzyms dazu führt, dass es ein- oder ausgeschaltet wird, muss man auch wieder nur gucken, wo ist es denn im Stoffwechsel? Ist es ein kataboles oder ist es ein anaboles Enzym? Und da ist es tatsächlich so, dass die katabolen Enzyme im phosphorylierten Zustand eingeschaltet und im dephosphorylierten Zustand ausgeschaltet werden. Und bei den anabolen Enzymen ist es genau umgekehrt. Da wird also im phosphorylierten Zustand das Enzym ausgeschaltet und im dephosphorylierten Zustand eingeschaltet. Also damit kann man durch die Regulation der Kinasen, die ja dieses Phosphorylieren katalysieren, zwischen Katabolismus und Anabolismus umschalten. Also hier auch nochmal ein konkretes Beispiel. Wir verbrennen jetzt Fett und die Vorbereitung der Fettsäureverbrennung ist zunächst erstmal das Spalten von Triacylglyceriden zu Glycerin und Fettsäuren. Also wir machen Katabolismus mit Fetten. Gibt es ein Enzym, das ist die Triglyceridlipase, das kataboles Enzym. Dieses katabole Enzym wird durch Phosphorylierung eingeschaltet. Das ist also eine Proteinkinase. Die Proteinkinase nimmt die ausgeschaltete Triglyceridlipase, klebt ein Phosphat dran, damit wird sie eingeschaltet und startet Fettverbrennung. Das macht die Zelle, wenn sie Energie braucht. Ne? Das ist typischer Katabolismus. Ne? Und andersrum, wenn also das Fett nicht mehr verbrannt werden soll, dann wird über eine Proteinphosphatase, das ist also jetzt diese Ecke, diese Schrittmacherenzym des Fettsäurekatabolismus wieder ausgeschaltet und die Zelle kann irgendwas anderes machen, nicht ATP erzeugen, sondern die kann diese Fette in Membranen einbauen, kurz bevor sie sich teilt. Also hier haben wir wieder so eine reziproke Geschichte zwischen Katabolismus und Anabolismus. Ein weiterer Mechanismus, die Enzymaktivität zu beeinflussen, ist limitierte Proteolyse. Das ist das Regulationsprinzip bei der Blutgerinnung. Limitierte Proteolyse, wie der Name schon sagt, also limitiert, und
Proteolyse. Proteolyse ist das Zerschneiden eines Proteins und limitiert heißt, ich zerschneide das nicht zu einzelnen Aminosäuren, sondern vielleicht nur an einer Ecke. Und bei der Regulation über limitierte Proteolyse wird bei dem Schneiden des Enzyms ein blockierender Bestandteil des aktiven Zentrums entfernt. Bei der limitierten Proteolyse kommen die Enzyme in inaktiven Vorstufen vor. Das ist also ein Teil des Proteins im aktiven Zentrum und blockiert das aktive Zentrum. Und wenn ich diese Blockade rausschneide durch limitierte Proteolyse, kann ich dieses Enzym aktivieren. Das passiert bei der Blutgerinnung. Also die werden alle durch limitierte Proteolyse aktiviert. Die weiß dargestellten Enzyme sind Enzymvorformen, aus denen wird ein Stückchen rausgeschnitten. Und die aktivierten Blutgerinnungsfaktoren sind ihrerseits Enzyme, die wieder aus anderen Blutgerinnungsfaktoren ein Stückchen rausschneiden können. Also limitierte Proteolyse, das Herausschneiden eines blockierenden Stücks aus dem aktiven Zentrum, ist ein weiterer Regulationsmechanismus. Findet man auch beim Komplementsystem, findet man relativ häufig. Dann gibt es noch, das ist das, was die schlecht wasserlöslichen Hormone im Zellkern bewirken, die Änderung der Konzentration eines bestimmten Enzyms. Jedes Enzym hat eine begrenzte Lebensdauer, also wir nennen das Halbwertszeit, also das schwankt wohl zwischen Minuten bis Tage und Wochen. Aber nichts ist für die Ewigkeit gebaut, irgendwann ist auch jedes Enzym weg, verschwunden, entsorgt. Das heißt, wenn ich nichts mache, ist die Enzymaktivität irgendwann mal in der Zelle verschwunden und wenn das ein Schrittmacherenzym ist, wird auch der Stoffwechselweg dieses Enzyms, wo das Enzym Schrittmacherenzym ist, inhibiert. Und wenn ich diesen Stoffwechselweg haben möchte, dann muss ich Enzym nachliefern. Also wenn hier dieses Wasserbecken die Konzentration an Enzym in der Zelle symbolisiert, kann ich die Konzentration ändern, indem ich entweder den Zufluss verstärke, dann wird es mehr. Das machen die schlecht wasserlöslichen Hormone im Zellkern. Die sorgen dafür, dass das Schrittmacherenzym nachproduziert wird. Und ich kann auch an der anderen Ecke drehen. Ich kann auch den Abfluss regulieren, indem ich das Enzym bewusst kaputt mache durch Proteolyse. Also das ist relativ aufwendig so zu regulieren, wird aber tatsächlich oft gemacht. Also wenn man sich überlegt, wenn ich die Enzymaktivität nicht mehr haben will, dann schalte ich das Enzym nicht aus, sondern ich mache es kaputt. Und wenn ich die Aktivität wieder haben will, dann produziere ich das neu. Das ist natürlich energetisch viel aufwendiger als Ein- und Ausschalten. Trotzdem gibt es das. Das ist die übergeordnete Regulation von schlecht wasserlöslichen Hormonen. Dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, die quasi trivial sind. Wenn also an das Enzym irgendein Inhibitor kovalent bindet, also irgendein Gift, irgendein, weiß ich nicht, Schwermetall, also dann kann das Enzym dadurch irreversibel ausgeschaltet werden. Das ist schlicht und einfach kaputt. Temperatur hat auch noch einen Einfluss. Es ist normalerweise so, dass beim Erhöhen der Temperatur die Enzymaktivität, also die Geschwindigkeit der enzymkatalysierten Reaktion steigt, besser wird. Das sieht man hier. Temperatur steigt und die Aktivität des Enzyms auch. Dann gibt es aber irgendeinen Punkt, wo die Temperatur so hoch ist, dass das Enzym kaputt geht. Dann denaturiert es und dann geht die Aktivität schlagartig auf Null. Und die letzte Sache, die es auch noch gibt, jedes Enzym hat ein bestimmtes pH-Optimum, also eine bestimmte Protonenkonzentration, wo es optimal funktioniert. Und dieser pH-Wert, bei dem das Enzym optimal funktioniert, hängt so ein bisschen von der Umgebung ab. Also als Beispiel die Protease, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, die Protease, die im Magen freigesetzt wird, hat
ein pH-Optimum bei pH 3, weil im Magen eben pH 3 ist, also die wäre bei einem neutralen pH gar nicht aktiv. Andere Proteasen oder andere Enzyme, die sich im Blut zum Beispiel befinden, haben ihr pH-Optimum bei 7,4. Also da richten sich die Enzyme, haben sie sich darauf eingestellt, in welcher Umgebung die optimal funktionieren. Und wenn wir ein bisschen saurer oder ein bisschen alkalischer sind als das optimale, der optimale pH-Wert für das Enzym, dann geht die Aktivität runter. Einmal hier und einmal da. Ja, das war das Thema Enzyme. Enzyme sind wirklich extrem wichtig bei der Regulation von Stoffwechselwegen und wir werden das an vielen, vielen, vielen Beispielen nochmal wiederholen, was ich in diesen drei Veranstaltungen berichtet habe. Für heute war es das erstmal. Bis zum nächsten Mal und bleibt bitte gesund.